Man kann meistens alles in einer Zeile schreiben. Also viele, viele Leute begehen den Fehler, Mails länger als 5 Zeilen zu schreiben. Also länger als 10 Zeilen ist kriminell. Man kann es auch untergliedern. Also man soll einem einfach schreiben, Euer Ehren, möchte jetzt einen neuen Computer bestellen. Also so, ja. Die meisten Leute schreiben, wie Sie wissen, habe ich in meinem Projekt Probleme und so weiter. Der Strom geht manchmal nicht und das Kabel hat nicht funktioniert und seit einem Jahr funktioniert die Enter-Taste nicht und so weiter. Und nach 3 Seiten August sagt er, es wäre vielleicht besser zu überlegen, ob ich bei der nächsten Computeraktion in 5 Jahren auf die Prioritätenliste ein bisschen höher komme oder so. Dann sitzt man da als Chef und sagt, was will er jetzt eigentlich? Was will er? Was will er? Also man kriegt so richtig einen Zorn auf diesen Menschen, weil man nicht weiß, was man will. Wenn man ein mächtigerer Manager ist, hat man einen Assistenten, dann liest man die Mail nach 5 Zeilen nicht durch, weil man nicht weiß, was der will. Und sagt, guck mal, was der überhaupt will. Und so. Und so vertun die Leute ihre Zeit. Also die vertun die Zeit mit seitenlangen E-Mails. Und die werden aber nicht gelesen. Also alles über 5 Zeilen ist irgendwie kritisch. Und dann bringt man ihnen bei, das ist eine Kommunikationskunst. Dann muss man einfach sagen, ich möchte einen neuen Computer. Das ist manchmal ganz gut vor einem Gespräch, weil der andere vorgewarnt ist. Wenn ich jetzt einen anrufe und sage, pass auf, da ist ein Problem und so weiter und so weiter, dann redet man wieder 20 Minuten rum. Und dann ist es manchmal besser, man schreibt einfach, pass auf, das ist das Problem und das brauche ich. Und schreib ja zurück oder ich drohe dir einen Telefonanruf an. Es gibt ja viele, so wie in der Schule, die sagen, ich mache die Schulaufgaben auf den letzten Drücker, weil sie keinen Willen haben. Also es ist praktisch die Tugenden sind ja Hartnäckigkeit, Zuverlässigkeit. Durchhalte, also dass man beharrlich heißt es im Chinesischen. Die sagen immer, beharrlich soll man sein. Dass man an der Sache dranbleibt und seine Pflicht einfach erfüllt. Und viele Leute sagen, sie kriegen nicht genug Adrenalin im Körper. Also, aber wenn es in 5 Minuten sein muss, setzen sie sich doch hin vor Angst und machen das. Und es gibt viele Leute, die machen grundsätzlich das nur vom letzten Drücker, weil sie dann genug Energie haben. Und sie merken aber nicht, dass sie den anderen Tonnen voll Arbeit einhalten. Also praktisch, die wundern sich dann immer, dass sie so unzuverlässig. Also sie werden nicht gerade geliebt so von außen und sagen, aber ich habe doch immer zum Termin geliefert, aber sie haben daran Stress gemacht. Ja? Und das führt natürlich auch zu dieser allgemeinen Arbeitsverdichtung und Überlastung. Ich habe ja auch, ich sage ja auch immer, diese Arbeitsverdichtung und Überlastung sind Teil von Unfähigkeit. Das liegt ja daran, dass ich irgendwie keine Lust habe, irgendwo so eine Arbeit zu machen. Und dann schiebe ich es auf den letzten Drücker auf, weil ich dann genug Druck drauf habe, dass ich es machen muss. Also, dass das Leiden vor der Deadline stärker ist als das Leiden, das Zurückschrecken vor der Arbeit als solche. Und das heißt einfach, dass die Leute Arbeiten machen müssen, die sie absolut schrecklich finden. Das macht ja den ganzen Stress auch aus. Es gibt viele Situationen, wo die Entscheidung feststeht, wo man auch nichts machen kann. Also praktisch, es sind oft so Entscheidungen, wo die Antwort glatt nein ist. Also der Prozess in einer Firma gibt das gar nicht her. Nein, nein. Und es gibt natürlich, da wird man immer appelliert als Manager, ich soll mal eine Ausnahme ziehen, also in diesem einzelnen Fall. Ja, ich soll eine Ausnahme. Und jetzt kriege ich 50 Ausnahmen. Also bei mir ist es so, ich könnte mein ganzes Leben füllen mit Vorträgen für Studenten an irgendwelchen Unis, weil die schreiben dann, ich habe ein Buch von dir gelesen und komm mal bei uns vorbei. Und ich könnte ein ganzes zweites Leben füllen mit Dingen, die nicht unbedingt Priorität haben. Aber jeden einzelnen Fall könnte ich auch positiv bescheiden. Das ist nicht der Punkt. Und dann weiß man aber im Management auch, es kann nur begrenzt viele Ausnahmen geben. Und dann weiß man im Bauch, diese Ausnahme geht gar nicht, weil es auch zu viel Ärger gibt oder so, wenn ich eine Ausnahme machen muss. Und man muss diese Ausnahmen im Management gut als Portfolio halten. Ja, also man darf alle paar Monate mal eine große Ausnahme machen, dann sagen sie, ja komm, aber ich muss den Rest der Zeit diszipliniert sein. Ich kann nicht dauernd eine Ausnahme machen. Und der Bauch weiß das. Man weiß ganz genau, wann irgendwas jetzt Scherben gibt oder Schwierigkeiten und so weiter. Man darf ab und zu mal was machen. Ganz selten, also ich habe mir das so aufgehoben, also eine gute Idee ist immer so relativ rational und so sein. Und dann darf man ab und zu mal
sagen, dieser Fall ist zwar gegen jede Vorschrift, also kommt einer mit einer neuen Idee und der muss gefördert werden, der Prozess verbietet es. Und dann arbeitet man für Monate sehr diszipliniert, dann darf man im Management und man, komm, pass mal auf, unabhängig von jeder Vernunft, gebt ihn mir. Schenkt mir diese einmal einen Freischein. Und dann sagen sie, ja gut, ist gut, das hättest du brav gearbeitet, darfst du. Und man muss sehr genau wissen, wann man die Ausnahmen machen darf und wann nicht. Das hat was mit den anderen zu tun, mit der ganzen Kultur und so weiter. Und die muss man dann auch behüten. Das sind so Art Freikarten oder Wildcards und die darf man nicht eben verschenken. Und das weiß der Bauch ganz genau, dass ich Wildcards nicht einfach verschenke. Aber ich könnte es an jeder Stelle. Und dann kann man sich natürlich lange Gedanken machen im Herzen, ob ich diesmal die Wildcard ziehe. Aber der Bauch weiß, das darfst du nicht. Und dann muss man einfach sagen.